Mitte Juli wurde am Elbland-Klinikenstandort Radebeul Dr. Metabil Maximilian Pilhatsch als neuer Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie vorgestellt. Bereits zum 1. Juli trat der gebürtige Bonner die Nachfolge von Dr. Med. Wilfried Schöner an, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Dr. Pilhatsch gilt als ausgewiesener Experte für affektive Störungen und Suchterkrankungen. Für den Elbland-Klinikenstandort Radebeul ein Gewinn in vielerlei Hinsicht. Also ich habe die erste Hälfte meines Lebens im Westen Deutschlands verbracht, bin gebürtiger Bonner, und die zweite Hälfte im Osten, über Berlin, dann nach Dresden, wo ich seit 13,5 Jahren lebe und mich wohlfühle. Bin von der Charité aus ans Uniklinikum gewechselt, dort in der Psychiatrie sozusagen eigentlich alle Abteilungen durchlaufen, sehr, sehr gute Lehrmeister, wenn man so will, dort gehabt, also konnte wirklich von viel Erfahrung, von guten Leuten dort profitieren. Und bin deswegen froh, auch ja, doch ein relativ breites klinisches Wissen, so mit den Schwerpunkten Depressionen und Suchterkrankungen eigentlich angehäuft zu haben. Und sehe mich jetzt mittlerweile in der Lage, auch dieses Wissen auch weiterzugeben. Freue mich deswegen auch über die neue Aufgabe. Ja, wir haben uns für Herrn Dr. Pilhatsch entschieden. Natürlich in erster Linie auch wegen seiner hohen Qualifikation. Er ist ja wirklich ein Experte in seinem Bereich. Und natürlich hat uns die menschliche Seite des Chefarztes überzeugt. Und von daher sind wir froh, ihn gewonnen zu haben für unser Haus. Und die ersten Tage haben wir schon eine ganze Menge zusammengearbeitet und unsere Ziele zusammengesteckt sozusagen. Wir wollen beginnen mit dem ambulanten Bereich, sodass wir die Institutsambulanz, die ja im Moment noch relativ klein ist, vorhanden, aber noch mit wenig Patienten. Perspektivisch soll die weit ausgebaut werden, weil der Bedarf einfach da ist. Es gibt ein großes Spektrum an Patienten, die die ambulante Versorgung einfach benötigen. Und da wollen wir jetzt ansetzen. Deshalb bauen wir eins der Häuser um, damit der Platz genug ist. Seiner Tätigkeit als Hochschullehrer an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden wird Dr. Pilhatsch auch weiterhin nachgehen. Am Elbland-Klinikum Radebeul begleitet er zunächst interne Prozesse bei der Digitalisierung und Anpassung im Sinne der neuen psychiatrischen Personalverordnung. Langfristig soll unter seiner Führung die Abteilung weiter ausgebaut werden und ein verstärkter Schwerpunkt auf Behandlungskontinuität von der akuten Krise bis zur Genesung gelegt werden. Was ich mir jetzt persönlich auch noch für den Standort Radebeul vorstelle, ist vor allem ein Ausbau der ambulanten Versorgung. Ich denke, die stationäre Versorgung, tagesklinische Versorgung funktioniert schon sehr, sehr gut. Aber die Barrieren, um quasi bei uns in Behandlung zu kommen, die sind noch sehr, sehr hoch. Also über die Hälfte der Patienten kommt quasi mit dem Notarzt und mit dem Rettungsdienst. Wir wollen gerne die Barrieren senken und auch bei nicht ganz so gravierenden Problemen auch für die Menschen da sein. Wir wollen daher den ambulanten Sektor ausbauen, die psychiatrische Institutsambulanz ausbauen. Hier gibt es ein schönes Gebäude, was wir nutzen können, wo schon die Planungen sozusagen jetzt weit vorangeschritten sind, wo hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres auch die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind, sodass wir da auch richtig loslegen können mit. Und dann möchten wir halt eben die psychiatrische Institutsambulanz aufbauen, um einfach den Menschen, für die wir hier verantwortlich sind und für die wir uns auch wirklich verantwortlich fühlen, für deren seelisches Befinden, einfach auch deutlich besser betreuen zu können. Also wir wollen erstmal eine allgemeine Institutsambulanz ausbauen. Generell ist es so, dass dieses Konstrukt Institutsambulanz, das ist eine Vereinbarung, eine Kassenvereinbarung, die sozusagen nur besonders schwer erkrankte psychische Patienten sozusagen berücksichtigt. Ne? Das sind halt Patienten mit chronischen Psychosen, mit Doppeldiagnosen, also mehrfach Erkrankte oder Menschen, die ja, wiederholt stationär aufgenommen werden mussten oder wo eine stationäre Aufnahme sozusagen droht, das eine. Also die wollen wir gerne engmaschig dann auch weiter betreuen dort, auch um die ambulanten, um die niedergelassenen Kollegen zu entlasten. Müssen auch dringend entlastet werden. Also gestern hatte ich zum Beispiel mit einem niedergelassenen Kollegen besprochen, der ungefähr 5 bis 7 Minuten Zeit pro Patient hat, der sich auch freut, wenn wir ihn sozusagen unterstützen, was die ambulante Versorgung betrifft. Und dann möchten wir aber auch diagnostische Angebote vorhalten. Hier geht es vor allem um die Früherkennung von psychischen Erkrankungen, aber auch um die Früherkrankung von um die Früherkennung von Gedächtniserkrankungen. Es ist ja so, wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt, in 20 Jahren werden wir ungefähr doppelt so viele Patienten mit Demenz haben wie heute schon. Auch heute ist das ja schon ein sehr, sehr großes Problem. Und da sehe ich uns auch als Psychiater in der Pflicht,
Behandlungsangebote oder vor allem eben diagnostische Angebote zu machen. Also dass die Leute auch mit Gedächtnisproblemen hierher kommen können und sich das von uns auch untersuchen lassen können. Dr. Wilfried Schöne konnte zur Vorstellung seines Nachfolgers nicht anwesend sein. Elbland-Klinikenvorstand Frank Ohi bedankte sich in Abwesenheit des in den Ruhestand verabschiedeten Chefarztes für dessen engagierten Einsatz in 23 Jahren.